hier am nächsten Objekt, was eigentlich ein sehr interessantes Anschauungsbeispiel ist über das Phänomen des amerikanischen Short Sales. Durchaus interessante Objekte, die aber jenseits praktisch im Endeffekt jenseits des Vermögensverhältnisse der ursprünglichen Besitzer waren und praktisch dabei sind, an die Bank zurückzugehen, wobei sich Besitzer und Bank und potenzieller Käufer versuchen zu einigen, auf einer Basis zu einigen, die für alle akzeptabel ist und einer Zwangsvollstreckung nicht gleichkommt, um diese abzuwehren. Dieses ist ein Haus, angeboten jetzt für $250.000. Es hat einen gewissen Grad der Nachlässigkeit, auf optischen Nachlässigkeit. Wohnfläche über 250 Quadratmeter, drei Schlafzimmer, drei Bäder, unzusätzliches Büro, einen schönen Poolbereich und eine wunderbare Seelage. Aber man muss einen gewissen Wagemut und das Kapital auch mitbringen, um hier mitzuspielen, weil Finanzierung lässt sich selten für ein solches Objekt arrangieren. Man muss also das Geld haben und auch die Weitsicht, dass dieses Objekt, was es sein kann, wenn man es nur richtig anpackt. Jetzt gehen wir heran. Bitte entschuldigen Sie die Unordnung, aber das passiert, wenn ein Objekt über Monate nicht vom Besitzer bewohnt wird oder in guten Händen bei einem guten Manager ist. Dann kommt sowas dabei heraus und jetzt willkommen. Dieses Haus ist insofern bemerkenswert, weil es in seiner Qualität, in seiner Substanz ein Luxushaus ist. Die Besitzer, übrigens auch amerikanische Makler, das wollte ich nur anfügen, haben sich ganz offensichtlich übernommen in einer Zeit, wo der Markt alles Mögliche versprach, aber im Endeffekt nicht alles zu geben imstande war. Das Haus selbst, wir sehen hier entweder Holzlaminat, Boden, auf jeden Fall sehr geschmackvoll gemacht. Das Wohnzimmer ist sehr groß und flächig, mit einem Speisezimmerbereich, der aber fließend verbunden ist mit dem Wohnbereich und der Küche. Dann haben wir hier die Küche, auch durch Corian oder Corian verwandte Arbeitsplatten mit einer Kochinsel, Wandofen und Mikrowelle und auch sehr, sehr hochwertigen Küchenschränken, Küchenanbauschränken. Auch wenn Sie es hier sehen, ist das alles sehr geschmackvoll gemacht, also schon etwas ungewöhnlich, weil für die meisten der Objekte, die angeboten werden, sind im unteren Preissegment und solche Objekte kommen nicht häufig auf den Markt. Wenn wir jetzt hier rumgehen, das Hauptschlafzimmer ist hier, der Holzfußboden zieht sich kontinuierlich weiter. Mit Schwingtüren, die nach draußen gehen, auch geräumigen Kleiderschränken, begehbaren Wandschränken, wie man es hier sieht, und auch einem sehr, sehr gefälligen Bad. Und nochmals, entschuldigen Sie bitte den Ordnungszustand, aber als die Leute das Haus verließen, hatten sie, glaube ich, größere Sorgen, als noch aufzuräumen. Entschuldigen Sie also bitte die Umstände. Eine separate Dusche, eine großzügige, begehbare Dusche, eine Wanne mit Jacuzzi-Düsen. Mit interessanten Akzenten, die nicht nur, denke ich mal, optische Funktionen haben, sondern auch bei der thermischen und Feuchtigkeitsregulierung des Badezimmers, denke ich mal, recht positiv zu bewerten sind. Noch anzufügen ist, uns ist aufgefallen, dass hier in den Fenstern selbst praktisch ambulante oder mobile Klimaanlagen eingebaut sind in die Fenster.
Und unsere Vermutung war zuerst, dass vielleicht die Klimaanlage, die hier drin war, der Quadratmeteranzahl oder Wohnfläche nicht entsprechend war, was wir aber eigentlich nicht sagen könnten. Heute ist zum Beispiel ein ausgesprochen heißer Tag und ohne dass die Klimaanlage läuft, ist es eigentlich hier sehr erträglich, ohne dass irgendwelche Klimaanlagen laufen. Und der verkaufende Makler wies darauf hin, dass die Besitzer einfach nur sehr kühle Schlafzimmer vorzogen und aus diesem Grunde separate Einheiten an Bord haben. Hier ist noch eine, was man kann, eine Breakfast Nook nennen, wo praktisch die meisten Speisen tagsüber und auch abends als Familie zugenommen werden, eingenommen werden, das Speisezimmer der rechten Hand ist mehr für formelle Zwecke, was eigentlich auch Sinn macht. Nochmal ein anderer Blick in die Küche und der Durchgang zur Garage. Das Kinderzimmer und auch wiederum ein Hinweis auf die Hochwertigkeit hat sein eigenes Badezimmer, einen begehbaren Schrank, eine sehr interessante Tapete, die man natürlich ohne weiteres ersetzen kann. Dann haben wir das Gästebad, als auch das, was auch als Badezimmer für das dritte Schlafzimmer fungiert. Und erneut einen kleinen begehbaren Schrank. Hier ist übrigens eine Aussicht durch das Fenster auf den Poolbereich. Und man sieht es, man muss etwas aufräumen und säubern. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber durchaus korrigierbar. Ein ganz offensichtlicher Bedarf von Chemikalien notwendig. Und erneut, verzeihen Sie bitte den Ordnungszustand, aber es ist so, wie es ist. Die Seelage übrigens, hier ist ein Bonus, das ist ein Süßwassersee in Cape Coral und als ungewöhnliche Ausnahme darf man auf diesem See zum Beispiel ohne eigentliche Geschwindigkeitsbegrenzung mit Jetskis, Wasserskiern und Motorbooten fahren. Dieser See verbindet sich mit einem weiteren und von daher, man hat also schon einige interessante Optionen als Bootsfahrer, Angler und Wassersportenthusiast. Jedoch gibt es keine Anbindung an den Fluss oder an das Meer. Was aber sehr schön ist, ist halt eine sehr natürliche Lage. Es ist ein Frischwasser- oder Süßwassersee und mit Wasserpflanzen. Man könnte jetzt zum Beispiel einen Dock machen zum Angeln oder zu einem als Bootanleger. Und von daher mit sehr vielen Optionen. Und wie gesagt, der Preis ist angesichts der Lage und Qualität des Gebäudes eigentlich ein wirklich interessanter. Das war's, glaube ich, schon.